Moin Leute, herzlich willkommen zum neuen Video rund um GTA Online, denn heute ist ein neues DLC erschienen, das größte DLC aller Zeiten. Und in diesem Video werde ich euch einfach mal alle Sachen zeigen, die dieses DLC heute mit sich gebracht hat, was noch kommen wird, was es jetzt mit der Map-Erweiterung auf sich hat, was es sonst noch so gibt und vieles mehr. Aber bevor wir mit dem Video starten, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, das ist sehr kritisch. Aber ich würde mal sagen, fangen wir doch mal direkt an. Wenn ihr in GTA Online joint, werdet ihr direkt mit einem Trailer zugemüllt. Und zwar mit einem Musik-Locker-Trailer. Damit wird euch Bescheid gesagt, dass der Nachtclub im Casino jetzt freigeschaltet ist und jetzt da jetzt richtig die Party abgeht. Und ja, Leute, wenn ihr jetzt mal dahin geht, werdet ihr natürlich direkt mit einem Kontaktmann in Verbindung gebracht. Und dieser Kontaktmann erzählt euch von einem Drogenbaron und dass ihr diesen Drogenbaron mal richtig ausrauben solltet. Durch diesen Kontakt erhaltet ihr tatsächlich einen Handykontakt, nämlich Pavel. Pavel ist, naja, wie er selbst sagt, ein erster Offizier, ein Waffenexperte und vieles mehr. Denn Pavel arbeitet im U-Boot-Sektor. Und ja, Hashtag U-Boot, ihr könnt natürlich dieses U-Boot auch kaufen, wo Pavel später arbeiten wird. Denn Leute, wir können uns das U-Boot auf der Warstock-Seite kaufen und das Basic-U-Boot kostet nur 2,2 Millionen GTA-Dollars. Aber Leute, wenn ihr das natürlich komplett aufrüsten wollt, kostet es sogar knappe 10 Millionen Dollar. Aber das Coolste daran, ihr könnt sogar da drinnen eigene Fahrzeuge haben. Also ihr habt da einen Stellplatz für ein Wasserfahrzeug und ihr habt einen Stellplatz für einen Hubschrauber und ein weiteres Mini-U-Boot. Der Hubschrauber und Mini-U-Boot sind schon, sag's mal, im Preis mit inbegriffen, wenn es komplett auftunt. Und auf dem Autospellplatz kommt später ein Amphibienfahrzeug. Zum Beispiel das neueste Fahrzeug, was ich euch gleich zeigen werde. Aber ansonsten noch kleine Fakten rund ums U-Boot. Das U-Boot könnt ihr tatsächlich selbst steuern. Ihr könnt tatsächlich wie im Boot das U-Boot komplett steuern. Ihr könnt natürlich in die Tiefe sinken, könnt natürlich auch wieder aufsteigen. So wie halt ein U-Boot halt man fahren kann. Aber Leute, das U-Boot ist halt wirklich, wirklich groß und natürlich auch sehr langsam. Falls ihr aber schnell nach A nach B wollt, könnt ihr natürlich auch das Schnellreisemenü benutzen. Das Schnellreisemenü ist natürlich hier auch wieder mit dabei, was natürlich wirklich sehr praktisch ist. Außerdem, Leute, könnt ihr natürlich täglich 10 Kisten einsammeln und diese Kisten findet ihr mit einem sogenannten Sonar, den ihr natürlich beim U-Boot mit aufgerüstet haben müsstet, um das überhaupt benutzen zu können. Ist ja klar, ne? Rockstar Games schenkt euch natürlich nicht alles. Außerdem, Leute, gibt es natürlich auch noch ein paar andere Informationen rund um GTA Online. Zum Beispiel, dass es natürlich neue Musiksender gibt. Aber oh oh, diese Musiksender könnt ihr nicht überall hören. Das bedeutet, ihr müsst jetzt überall in Los Santos kaputte Antennen suchen und die reparieren, damit diese Radiosender Los Santos weit übertragen können. Ihr erhaltet natürlich dafür Geld und RP und eine spezielle Bonusbelohnung. Natürlich werde ich die ganzen Locations, wo ihr die ganzen Sachen findet und was für eine Belohnung es später sein wird, in einem separaten Video hochladen, Leute. Außerdem gibt es natürlich auch noch ein paar andere Änderungen in Sachen Fahrzeuge. Ich muss euch jetzt schon mal sagen, Leute, die Fahrzeuge sind jetzt nicht so viel erschienen, wie man vielleicht denken würde beim größten DLC aller Zeiten, denn wir haben insgesamt 2 Fahrzeuge, 4 Boote, 2 Helikopter und ein Flugzeug bekommen. Und Leute, diese Fahrzeuge findet ihr natürlich nicht auf Legendary Motorsport oder South San Andreas, nein. Das neue Boot findet ihr zum Beispiel auf der Bootseite, denn dort findet ihr den Long Finn. Long Finn ist ein Speedboot, der, ehrlich gesagt, Leute, einfach viel, viel, viel zu teuer ist dafür, dass er eigentlich nichts kann. Also mal ganz im Ernst, das Boot hat nichts Besonderes und kostet einfach unglaublich viel Geld. Also wenn ihr hier irgendwie Geld sparen möchtet in diesem DLC, kauft euch dieses Boot nicht. Den Mehrsinn in diesem Boot habe ich leider noch nicht sehen können. Aber Leute, ihr könnt ja mal zur Warstock-Seite gehen. Denn auf der Warstock-Seite sehen wir natürlich dort ein paar andere Sachen, die wir uns jetzt kaufen können. Zum Beispiel die 2 neuen Fahrzeuge, die bisher hinzugefügt wurden. Zum Beispiel der Vapid Vini. Das finde ich ein richtig, richtig cooles Fahrzeug, denn das ist ein so Zweiter Weltkrieg-Militärauto. Finde ich wirklich mega cool, optisch geniales Fahrzeug. Und wenn man ein bisschen Geld übrig hat, kann man dieses Auto sich ruhig mal gönnen. Das zweite Fahrzeug, was wir bekommen haben, ist der Pegasi Boreardo. Dieses Auto ist ein Amphibienfahrzeug. Das bedeutet, ihr könnt damit unter Wasser fahren, auf Wasser fahren und auf den Land fahren. Und dieses Fahrzeug könnt ihr später auch in ein U-Boot stellen, auf dem Autostellplatz. Ziemlich cool, Leute. Und natürlich, Leute, was glaubt ihr, hat dieses Fahrzeug Raketen und einen Turboschub. Damit könnt ihr euch im Wasser, aber auch auf dem Land immer extra Boost geben. Und dieser Boost lädt sich sehr, sehr schnell auf.
Aber Leute, wenn wir weiter auf World of Warstock Seite mal shoppen gehen, werden wir natürlich jetzt zum Beispiel einen Hubschrauber sehen. Dieser Hubschrauber heißt Annihilator Stealth. Und Leute, ganz im Ernst, dieser Hubschrauber hat natürlich wieder die Fähigkeit, sich in den Tarnmodus zu versetzen. Sprich, eure Bordwaffen sind deaktiviert und dafür seid ihr nicht auf dem Radar sichtbar. Also eigentlich genau das, was auch die Akula kann. Und Leute, dieser Hubschrauber ist einfach teurer als die Akula. Und das ist die spezielle Fähigkeit, was es diesen Hubschrauber ausmacht. Er ist einfach teurer. Er kann genau das gleiche, was bisher auch die Akula kann. Deswegen Leute, würde ich euch hier auch abraten, diesen Hubschrauber zu kaufen. Ist einfach zu teuer und ich persönlich finde den Designtechnik auch jetzt nicht so geil. Aber Leute, das ist natürlich auch eine persönliche Meinung. Wenn wir jetzt aber weiter auf der Seite shoppen gehen, werden wir natürlich auch ein Flugzeug schaffen können, nämlich der RO-86 Alkonost. Das ist ein riesen Flugzeug, Leute. Also wirklich, das Flugzeug ist gigantisch. Und wenn ihr das Flugzeug einen Hangar stellt, braucht es einen riesengroßen Platz. Ja, wirklich, Leute, wenn ihr es sichtbar im Hangar stehen haben wollt, könnt ihr kein anderes Flugzeug mehr reinstellen, denn die Fläche ist komplett ausgefüllt. Dieses Flugzeug hat auch eine spezielle Fähigkeit, und zwar, wenn ihr auf einer gewissen Höhe fliegt, ist dieses Flugzeug für andere Spieler auch auf dem Radar nicht sichtbar. Ist natürlich irgendwie ganz cool, dann könnt ihr nämlich aus dem Hinterhalt natürlich mit euren Streubomben da angreifen. Aber ich bin ehrlich, Leute, das Flugzeug ist so groß. Wer übersieht denn das bitte? Also mal ganz im Ernst. Aber das Flugzeug ist wenigstens mal was Lustiges bzw. Cooles. Auch wenn ich der Preis von 4,35 Millionen GTA-Dollars doch schon sehr ordentlich finde dafür, dass das Flugzeug sonst keine mega Spezialfähigkeiten besitzt. Aber gut, ist ja auch wiederum nur meine Meinung. Auch wenn man hier sagen muss, irgendwo damit zu landen, zum Beispiel mal kurz in der Innenstadt oder sowas, ist mit diesem Teil auf jeden Fall nicht möglich. Aber egal, gehen wir mal weiter, denn auf der Warstock-Seite haben wir natürlich nicht nur Autos oder Flugzeuge, nein, wir können uns sogar ein Boot kaufen. Und zwar ein ganz spezielles Boot, und zwar den Kurz 31 Patrouillenboot. Und das, Leute, ist wieder optisch gesehen ein richtig geiles Boot. Aber ich sage euch gleich, Leute, ihr könnt diese Geschütze auf dem Boot selbst nicht verwenden, wenn ihr nur alleine unterwegs seid. Denn ihr braucht einen Beifahrer, der ans Geschütz geht, denn als Fahrer könnt ihr nur eure Handwaffen benutzen und das ist irgendwie lame. Ich muss ehrlich sagen, optisch gefällt es mir so sehr, dass ich mir das auf jeden Fall gekauft hätte, selbst wenn ich nicht so viel Geld zur Verfügung hätte, denn so ein Boot kann man sich auf jeden Fall mal leisten und hat auch Stil. Aber Leute, kommen wir eigentlich mal zu den ganz interessanten Sachen, und zwar natürlich zur Map-Erweiterung. Und ja, Leute, diese Map-Erweiterung erhält ihr so gesehen nur, wenn ihr den Heist durchgespielt habt. Und den Heist könnt ihr leider nur im U-Boot starten. Denn ihr müsst den Heist einmal komplett durchgespielt haben, damit diese Insel auch im Open Lobby frei verfügbar ist, beziehungsweise dass ihr die auch sehen könnt. Aber ich bezweifle hier mal stark, dass ihr diese Mission selbst starten müsst, damit die Insel bei euch sichtbar wird, sondern ihr müsst generell einfach mal diesen Heist mal durchgespielt haben, sprich bei euch oder beim Kollegen. Aber wie gesagt, ihr braucht nur 2,2 Millionen, um das U-Boot zu kaufen und schon könnt ihr den Heist starten. Und Leute, ich sag euch ehrlich, diese Insel ist sehr gut gemacht. Also ich bin wirklich begeistert. Ja, Rockstar Games hat sich da wirklich mal Mühe gegeben bei der Insel und haben das wirklich sehr, sehr schön dargestellt. Auch wenn man sagen muss, diese Nokia-Bäume sind wieder da. Wenn ihr querfeld einfahren wollt mit dem Auto, wird schwierig, sag ich euch jetzt schon. Da sind noch mehr Nokia-Bäume, als ihr gewohnt seid. Aber egal, Leute. Diese Insel ist wirklich top. Wir müssen natürlich hier die ganzen Missionen ausüben. Die erste Mission, die ihr habt beim Heist, ist praktisch, dass diese Insel komplett ausspioniert. Und die Missionen sind tatsächlich nicht leicht. Muss man dazu sagen, ihr habt zwar jetzt nicht viel rumgeballert in der ersten Mission, aber man wird doch sehr, sehr schnell entdeckt. Und ja, probiert es einfach mal selbst aus, Leute. Ihr wisst dann, was ich meine. Aber generell bin ich einfach begeistert von dieser Insel, weil diese Insel ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ich bin einfach begeistert. Also ich glaube, man hört es, dass ich einfach begeistert von der Insel bin. Und ich freue mich auch, da später mal in der Open Lobby dahin zu fliegen und einfach mal Urlaub zu genießen. Auch wenn ich glaube, dass diese Insel eigentlich ein Hotspot sein wird für irgendwelche Kriege zwischen Online-Spielern. Aber ich lasse mich auch gerne positiv überraschen. Außerdem, Leute, soll auf dieser Insel auch noch gewisse Easter Eggs versteckt sein. Deswegen haltet doch mal die Ohren steif und die Augen offen. Aber ja, Leute, was soll ich bisher sagen? Das ganze DLC, was das größte DLC aller Zeiten sein soll, ist bisher bei mir so mittelmäßig ausgefallen.
denn viele Fahrzeuge sind auch nicht verfügbar. Diese Fahrzeuge seht ihr zum Beispiel auch in der ersten Mission zum Heist. Wenn ihr diese Insel ausspionieren wollt, da seht ihr sehr, sehr viele Fahrzeuge, die noch nicht verfügbar sind. Zum Beispiel der Fiat 500, andere Militärfahrzeuge oder LKW oder Motorrad. Und okay, ganz klar, Leute, diese Fahrzeuge werden wir später mal erhalten. Aber bisher haben wir es halt noch nicht und bisher ist noch nicht so viel fahrzeugtechnisch rausgekommen. Und man muss dazu sagen, Leute, was bisher rausgekommen ist, ist ja jetzt nicht krass viel, aber auch schon sehr, sehr teuer. Wenn man überlegt, dass ich jetzt ziemlich genau 30 Millionen GTA-Dollar losgeworden bin, ist schon echt viel. 30 Millionen ist eine krasse Zahl für so wenig. Aber gut, man weiß natürlich auch, dass es noch deutlich teurer werden wird, wenn mal die Fahrzeuge nach und nach freigeschaltet werden. Deswegen kann ich mal davon ausgehen, dass bestimmt noch mindestens 10 bis 20 Millionen nochmal oben drauf gerechnet werden muss, wenn es das größte DLC aller Zeiten sein soll. Aber Leute, das war es generell schon von den ganzen Informationen, die ich bisher sammeln konnte, an Erfahrungen über das neue DLC in GTA Online. Das größte DLC aller Zeiten inklusive Map-Erweiterung ist bisher so lala bis positiv ausgefallen. Ist halt noch nicht so viel zu sehen mit ganzen Fahrzeugen, aber ich bin gehypt auf diese Map-Erweiterung. Und ihr wisst ja, Leute, ihr müsst einfach den Heist durchspielen, damit die Insel auch bei euch sichtbar sein wird in der Open Lobby. Aber gut, Leute, ich hoffe, euch hat das kleine Informationsvideo gefallen. Wenn ja, lasst mir doch mal einen Daumen nach oben da. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, Leute, das finde ich immer noch wirklich sehr, sehr kritisch. Deswegen müsst ihr doch mal was ändern können. Aber ansonsten sehen wir uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dann, euer Bombard. Ciao.